Deutschland, nicht nur das Land der Dichter und Denker, auch der Biertrinker. Aber wie viel trinkt der NRWler überhaupt so im Jahr? Da gehen die Stimmen in der Kölner Innenstadt auseinander. Schätze ich mal 60 Liter. 20. Ich schätze schon, sind wir schon bei 180 Liter. 300? 469. Pro Kopf im Jahr 60.000 Liter. Na gut, so durstig sind die Menschen hier dann doch nicht. Im Schnitt trinkt der Bürger 110 Liter Bier pro Jahr. Aber der Konsum ist rückläufig. In Nordrhein-Westfalen wurden im vergangenen Jahr 1,6 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier produziert. Vor 10 Jahren waren es noch 1,9 Milliarden. Hohe Rohstoffpreise, Inflation, Konsumflaute. Etwas, das auch die Warsteiner Brauerei im Sauerland merkt. Wir als relativ große Brauerei in Deutschland, aber auch international, versuchen uns einfach den Marktprozessen anzupassen und die Biere herzustellen, die der Endkonsument zu diesem Zeitpunkt ganz gerne konsumiert. Nach Pils ist Helles mittlerweile sehr begehrt. Holger Eichele vom Deutschen Brauerbund weiß, was noch gerne getrunken wird. Alkoholfreie Sorten werden immer beliebter, alkoholfreie Biere, aber auch alkoholfreie Biermischgetränke wie Radler. Wir haben mittlerweile über 800 Marken in Deutschland und in der Gastronomie erreichen wir damit schon einen Marktanteil von 15%. Und ich denke, das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Der Anteil der alkoholfreien Biere wird wachsen. Alkoholfreies Bier ist im Kommen. Die Produktion hat sich in den vergangenen 10 Jahren nahezu verdoppelt. NRW produzierte 2022 rund 100 Millionen Liter alkoholfreies Bier. Denn das hat schon lange nicht mehr den Ruf, nur für Autofahrer zu sein. Das alkoholfreie Bier ist längst raus aus seiner Nische. Das ist kein Autofahrerbier mehr. Das ist ein Lifestyle-Getränk, das auch von vielen Sportlerinnen und Sportlern getrunken wird. Und wir denken, dass der Marktanteil bald 10% oder mehr erreichen kann in Deutschland. Übrigens, alkoholfrei bedeutet, dass trotzdem ein Alkoholgehalt von bis zu 0,5% im Getränk enthalten ist. Deutschland ist ein Land mit Biertradition. Seit 1516 wird nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Heißt, nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe gehören in das Getränk. Trotz der wenigen Zutaten gibt es in Deutschland etwa 6000 verschiedene Biere. 16 Jahre lang könnten Bierfans demnach jeden Tag ein anderes heimisches Bier trinken. In Europa ist Deutschland auf Platz 1 der Bierproduzenten. Weltweit auf Platz 5 hinter China, USA, Brasilien und Mexiko. Deutsches Bier wird auf der ganzen Welt getrunken. Auch die Warsteiner Brauerei in NRW exportiert ins Ausland. Einer der Alleinstellungsmerkmale der Warsteiner Brauerei ist, dass wir hier am Standort in Warstein einen eigenen Bahnhof haben, also eine eigene Verbringung über die Schiene, und verbringen dort im Jahr ca. 10.000 Container an unsere internationalen und nationalen Kunden. Hauptabnehmer für uns ist die USA, die Niederlande, aber auch natürlich die südlichen Länder mit Italien. Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist für viele deutsche Brauereien ein großer Markt weggebrochen. Nicht nur die hohen Energiepreise machen der Branche zu schaffen, auch der Glasmangel. Denn viele Glasproduzenten sitzen in der Ukraine und in Russland. Leergut ist daher wie Goldware, auch wenn es hier bei Warsteiner auf den ersten Blick nicht so aussieht. Deswegen auch unser Appell an die Verbraucher, bevor sie in Urlaub fahren, den Nachbarn den Briefkastenschlüssel geben, das Rettungsabo kündigen und vielleicht noch die Bierkästen, die im Keller stehen, noch schnell zum Getränkehändler bringen, damit wir frisches Bier reinfüllen können. Zwar sind die Bierpreise in Deutschland etwas gestiegen, trotzdem gilt, ganz gleich ob mit oder ohne Alkohol, hell oder dunkel, süß oder herb. Heute wird jede Sorte gefeiert. Und damit Prost!